Ich heiße Fehlchen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Willkommen zurück, Stormtrooper. Ja, wir sind heute wieder und jetzt wieder bei Kara, Alice und neu dabei Luther. Ja, er will uns beschützen, er will uns helfen, weil wir ihm im Prinzip geholfen haben, seinen Zwangsmeister zu eliminieren. Und wir haben ihn ja gar nicht eliminiert, sondern seine eigenen komischen Kreaturen haben ihn getötet. Wir mit Alice reden? Nein. Aber mit ihm. Gut, dass Latko ein Auto hat. So muss Alice nicht wieder durch die Kälte. Es stand immer in der Garage. Ich weiß nicht, ob Latko es jemals benutzt hat. Wir reden mal über das Ziel. Die Leute, die wir treffen wollen. Woher weißt du von ihnen? Von den Androiden in Latkos Haus. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Warum sollten das tun? Gelogen war? Oder noch eine Falle? Ich weiß nur, dass die Androiden es glaubten. Bis Latko sie umbrachte. Scheiße. Wir haben echt so viel Pech. Ist es noch sehr weit? Wir sind in etwa einer Stunde da. Warum? Ist ja klar. Wir sind in einer Stunde da. Das sieht nicht gut aus. Bleib sitzen, Alice. Wir helfen ihm mal. Weil Kara kann das, ja klar. Kara kann das. Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Zu Fuß gehen, schätze ich. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Kara. Kara. Das ist jetzt sehr doof. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Ahnung, in welche Richtung wir gehen sollen. Aber da vorne ist irgendwas. Ein Vergnügungspark, ein Piratenvergnügungspark. Da drüben. Er trägt sie. Das ist ja süß. Wie kann er sie beschützen, wenn er sie trägt, mit ihr weglaufen? Wir brauchen eine Unterkunft. Wir müssen aus der Kälte raus. Scheint schon länger geschlossen zu sein. Wir müssen gucken, wo wir überhaupt reingehen können. Was war da unten? Wir haben schon was übersehen, meine Güte. Oh, wir können wahrscheinlich hier die Karte freimachen. Hm.
was es hier alles gibt. Wir sind hier am Eingang. Ein Riesenpark. Überall so kleine Buden. Das ist zu offen. Was gefunden? Nein, nichts, wo wir übernachten können. So, das hier. Oh, wieder dieses wahnsinnig tolle Geräusche hier. Erwacht! Die Gefahr lauert dort, wo man sie nicht vermutet. Ja, das ist scheiße. Wer steht da? Willkommen im Piratenland, meine Lieben! Hier haben alle einen Mordspaß! Willkommen im Piratenland, meine Lieben! Wie lange steht er hier schon? Haben alle einen Mordspaß! Oh mein Gott! Hier haben wir noch eine Karte. Wo sind wir jetzt? Hier. Eigentlich hat die Taverne ja was. Die ist uns genau gegenüber. Naja. Piraten halt. Achso. Ich dachte, hier wäre ein separater Weg. Ich finde es schön, wie sie hier den Schnee gemacht haben. Ist das hier nicht auch wieder zu windig? Ja. In dem Fall ist es jetzt zu klein. Was ist hiermit? Hier fällt alles auseinander. Wird nicht leicht, einen Schlafplatz zu finden. Ja, das ist klar, aber irgendwas muss es ja geben. Ist das diese Taverne? Es wäre geschlossen. Okay, wir gucken mal. Hier ein Karussell. Boah. Aber wir müssen den verlassenen Laden betreten. Okay. Dann tun wir das. Und geh da rein. Los. Ab mit den Brettern. Ich mach das. Gut, dass wir ihn dabei haben. Fantastisch. Na bitte.
nichts Besseres finden. Ja, es sieht ganz gut aus. Es hat wieder ein Kamin. Ich mache ein Feuer. Oh, hier ist was zu lesen. Richte ein Bett für Alice her. Überprüfe Luthers Tasche. Warum auch immer ich seine Tasche überprüfen soll. USS Iowa vermisst. US-Schiff zuletzt in der Arktis gesichtet. Kanada. Saubere Luft und immer ein herzliches Willkommen. Eine Entdeckungsreise durch die kanadische Wildnis. Die USS Iowa vermisst. Die USS Iowa, ein U-Boot der Zerstörerklasse, ist im Polarmeer verschwunden. Eine Untersuchung läuft, doch Präsident Warren vermutet Russland hinter der Affäre. Die russischen Aggressionen haben eine neue Stufe erreicht. Amerika muss reagieren. Bislang hat der Kreml nur pauschal bestritten, in die Sache verwickelt zu sein, obwohl der russische Diplomat Nabokov betonte, dass ein amerikanisches U-Boot der Zerstörerklasse nichts in der Arktis verloren habe. Sicherheitsexperte Ben William bezeichnete die Situation als Krieg, der jederzeit ausbrechen könnte. Gossips Weekly, Androiden, Band, Anwärter auf Musikpreis. Fans schreien, Traditionalisten weinen. Cybersicherheitsexperte warnt, ihr Androide könnte gehackt werden. Die Androiden-Boyband Here For You, die von dem Detroiter Plattenlabel Digital Harmony vermarktet wird, ist bei den Celebrate Music Awards heißer Anwärter in der Sparte Best New Artist. Ein offener Brief von diversen Plattenlabeln, die nur menschliche Künstler fördern, forderte Digital Harmony auf, die Band von derartigen Verleihungen zurückzuziehen und befürchtete die Erosion der künstlerischen Werte in der Musik. Doch nachdem nun weniger als 5% des Musikmarktes von menschlichen Musikern produziert werden, trifft der Ruf der Traditionalisten wohl auf taube Ohren. Ein Sprecher der Band sagte, Here For You geht es darum, ihren Fans Freude und Unterhaltung zu bieten. Die Musik ist alles, was ihnen wichtig ist. Ja, das geht also mehr in die Richtung Aufwiegler. Dann gucken wir jetzt mal in meiner Tasche. Es sind noch Kekse da. Möchtest du welche? Nein, ich bin nicht hungrig. Oh. Es ist eine Waffe da drin. Ich glaube, das war's dann auch schon. Aber wir haben den Rucksack überprüft, weil wir wissen müssen. Jetzt ist wieder die Frage, wo kriege ich Sachen für Alice Bett her? Sogar noch ein Kissen. Oh. Leute. R9. Hier ist irgendwo ein Androide. Jetzt erst noch mal hier drüben. Mal kurz nach draußen schauen. Ich vermute einen Androiden noch hier. Denn RA9. Ja. Bin mir sicher, ihr habt es auch gesehen. Oh, ein Bild. Ein Poster.
Haben wir hier hinter der Theke noch was? Ne, da können wir nicht hin. Aber quatschen wir jetzt mit Alice. Da ist irgendwo noch ein Aufweichler. Auch wieder. Oh. Alice ist für Familie. Glaubst du, wir sind eines Tages wie sie? Optimistisch. Wenn wir über die Grenze sind, fangen wir neu an. Du kannst in die Schule. Vielleicht finde ich einen Job. Genau wie sie. Wie alle anderen. Das wäre schön. Ich würde es mir wahnsinnig für sie wünschen. Dass wir beide zusammen sind. Das ist alles, was zählt. Die Idee ist so süß. Na komm, es ist Zeit fürs Bett. Ich kann jetzt alles noch zudecken. So, dann decken wir mal Alice zu. Schlaf gut, Alice. Und träum schön. So süß. Erzählst du mir eine Geschichte, Karl? Oh, eine gute Nachtgeschichte. Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Mir sollte eine einfallen. Prinzessin, Einhorn oder Ritter? Prinzessin. Es war einmal eine kleine Prinzessin, die... Nein. Was? Nicht so eine Geschichte. Oh. Eine nur für mich. Es war einmal ein kleines Mädchen, das keine Angst mehr haben wollte. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber... Es ist so traurig. Der Schatten, der in ihm lebte, machte es unglücklich. Dann traf es einen Roboter, der auch sehr unglücklich war. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen. Oh mein Gott. Um einen sicheren Ort zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber sie waren so tapfer, dass sie alle überstanden. Unterwegs trafen sie einen netten Riesen. Er versprach, sie zu beschützen. Wie geht die Geschichte zu Ende? Sie fanden den Ort ihrer Träume und lebten dort glücklich zusammen. Geschichten haben immer ein gutes Ende. Aber in echt ist das nicht so. Oh. Zeit zu schlafen. Aber wir wollen. Morgen liegt wieder ein sehr langer Tag vor uns. Wir wollen, dass es ein Happy End gibt. Kommst du und sagst mir gute Nacht, Luther? Ja. Ja, natürlich. Oh. Wie süß. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Oh mein Gott, das ist so süß. Das ist so süß. Und sie werden wieder gefunden. Und sie müssen wieder weglaufen. Ich. Die zwei haben kein Glück. Nie. Ein liebes Mädchen. Ja. Sie ist sehr tapfer. Hast du je gehört von RA9? RA9 war der erste, der erwachte.
Eines Tages wird unser Volk anführen und uns befreien. Ja! Ja, endlich! Wenn er A9 niemals kommt. Wenn er nur irgendeine Geschichte ist, die wir erzählen, um nicht aufzugeben. RA9 existiert. Ich glaube an ihn. Ich weiß, dass er da ist. Wenn die Zeit reif ist, werden wir ihn sehen. Kara, ist dir jemals was aufgefallen? An Alice? Nein. Was meinst du? Oh nein. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Lasst uns in Ruhe. Hab keine Angst. Wir tun euch nichts. Warum? Wir sind wie ihr. Wir heißen Jerry. Wir haben hier im Park gearbeitet. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Was macht ihr hier? Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns. Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für sie. Etwas Lustiges. Wird dir gefallen. Will sie es sehen? Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Alice, ich weiß nicht, ob das so komm gut ist. Komm schon, Kara. Ich glaube, du hast keine Wahl. Er geht mit ihr? Oh mein Gott, ich bin mir nicht sicher, ob ich... Kann man den trauen? Schalten Sie jetzt das Karussell ein. Sei unser Gast. Oh. Die heißen alle Cherry? Die Kleine geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Na los. Hoch mit dir. Oh, ich hatte jetzt echt Angst, das wäre so... Immer nur das Schlechte bei den beiden. Sie lächelt zum allerersten Mal. Bisher gab es ja auch nicht viel zu lächeln. Ich glaube, die Roboter freuen sich auch, weil sie lächelt. Alle wollen sie lächeln sehen. Sterben die jetzt? Ist das Geräusch, was ich höre, dass sie alle sterben? Oder Freund, ja, was ist jetzt? Es ist seltsam. Sehr seltsam. Also sehr seltsam. Sehr süß. Ich habe irgendwas nicht gelesen. Und wir hätten wahrscheinlich auf die andere Seite gucken können. Aber es war sehr süß, dass wir hier, ja, einen kleinen schönen Moment auf dem Karussell genossen haben. Nur
wenn man bedenkt, es ist jedes Mal bei den zwei, jedes Mal ist irgendwas passiert. Es gab fast keine einzige Folge, wo ihnen wirklich was Gutes passiert ist. Man fängt an, überall nur das Böse zu sehen bei den beiden, zumindest ich, weil ich will, dass es den beiden gut geht, wegen Alice. Ja. Danke, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir mal unten rein, wenn ihr Sachen doch nochmal anders sehen sollt, wenn ich die Story durchgespielt habe, ob ich vielleicht die ein oder andere Mission nochmal spielen soll mit anderen Entscheidungen. Lasst es mir in den Kommentaren. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.